So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartacus und heute spielen wir Hunted Mining Colony 415 von Gabe Barrett, die Kickstarter-Kampagne 2019. Das Spiel wurde jetzt im Februar 2021 ausgeliefert, hat natürlich durch die Corona-Pandemie deutlich Verzögerung bekommen, gehört im Doppelpack sozusagen zusammen mit Hunted Kobayashi Tower aus der gleichen Kampagne. Ich habe mir beide Spiele geordert in dieser Kampagne und hier, dieses Spiel lehnt sich jetzt an den Kinofilm Aliens, also den zweiten Teil der Alien-Reihe aus den 80er Jahren an, Sigourney Weaver in der Hauptrolle und es ist so eine Art Dungeon Crawler. Wir müssen uns durch die Minenkolonie durchkämpfen gegen die Aliens, von denen wir ständig gejagt werden. Finden dabei vielleicht auch Unterstützung. Es lässt sich übrigens auch zu zweit spielen. Die zweite Person hat dann ebenfalls entsprechend Lebenspunkte. Aber wir sind heute in der Solo-Variante unterwegs. Es geht natürlich wieder bis zu einem finalen Showdown auf dem Landingpad, in der Landezone gegen die Alien Queen. Aber das hier ist natürlich der Abschluss erst einer langen Jagd durch die Hallen der Minenkolonie. Ich sortiere gerade die Karten. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Die Ballzweifel wird dahin. Das ist die für den zweiten Spieler. Das sind ein paar andere Aliens. Ich erläutere euch das gleich, wie das zusammenhängt. So, also. Wir haben eine Menge Icons, eine Menge Token hier in dem Beutel. Hier ist unser Playerboard, 6 Gesundheitspunkte, mit denen wir anfangen, Test-Tokens, die wir später brauchen, die Zeitleiste, von 20 geht es runter auf 1, bei 0 sind wir natürlich gescheitert, ebenso wie bei 0 Leben. Und es wird hier aber nicht gewürfelt, bei Kobayashi Tower haben wir Würfel eingesetzt, bei Mining Colony 415 werden wir unsere Geschicklichkeit einsetzen und das könnte bei mir zu einem Problem werden. Denn ob ich da so geschickt bin, das wird sich erst noch herausstellen. Ja, hier sind noch ein paar. So, dann sortieren wir mal die Token. 6 Lebenspunkte haben wir, 20 Zeit haben wir markiert. Der dritte Würfel ist für den zweiten Spieler, der hat dann auch 6 Lebenspunkte. So, dann werden wir hier mal die Granatenwerfer, die Flammenwerfer-Token. Das seht ihr alles noch, jawohl. Dann haben wir hier den Test-Token Nummer 1, den Test-Token Nummer 2 ist der kleine hier. Dann sind hier Magazine für die Waffen. Das hier sind die Schüsse. Sortieren wir alles mal ein bisschen. Treffer-Token, nochmal werfen. Schlüssel für diverse Türen. Haben wir auch hier noch 2 Schüsse. Hier, das sind Laserstrahlen für die Laserkanone, die irgendwo im Spiel versteckt ist. Und dann seht ihr diese beiden Alien-Karten. Auf der Rückseite das gleiche in grün. Das ist doppelt praktisch gemoppelt. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir brauchen eigentlich nur eine. Wie funktionieren diese Tests, die wir hier bestehen müssen oder auch die Kämpfe? Das ist ganz einfach. Wir haben, ich nehme als Beispiel mal diesen Test hier. Ich muss den da reinwerfen und ich muss in den Kreis. Oder ich muss zumindest den Kreis berühren. So wäre es also ein bestandener Test, so wäre es ein misslungener Test. Ich muss also diese Tokens einfach nur in die Schachtel werfen. Ich darf aber dabei nicht mit der Hand über die Schachtel kommen, sondern ich muss außerhalb der Schachtel, von wo auch immer ich da anfange reinzuwerfen, muss ich das Token losgelassen haben und dann muss es halt hier reinfallen und dann muss ich schauen und hoffen, dass es in diesem Kreis, in diesem Zielgebiet landet. Und deswegen ist auch die zweite Alien-Karte, oder die Rückseite dieser Alien-Karte, die hat dann dieses Rechteck hier. Und das heißt, das ist natürlich mit einer kleineren Trefferfläche das wesentlich härtere Spiel. Das zu bestehen, wird dann schwieriger. Das machen wir natürlich nicht. Wir legen die weg. Wir spielen heute die etwas leichtere Version, was schon schwer genug sein wird, denke ich. So, dann haben wir die Orte, durch die wir uns durchbewegen. Das sind viele verschiedene Orte, wie zum Beispiel die Leichenkammer, dann irgendwelche Übergänge, die Lüftungsschächte, Versammlung, Gemeinschaftsräume, Lagerräume, Abwasserschächte, Gewächshaus und so weiter und so fort. Alles in einem orange-roten Design gehandelt. Das Waffenlager, Müllkompresse, Unterkünfte, Kontrollraum, Funkraum, Labor, Lift, Reaktor, alles Räume, durch die wir uns durchkämpfen müssen, beziehungsweise nicht alles. Es geht so, dass wir uns 14 Räume raussuchen. Der 15. wird dann das Landingpad sein mit dem Showdown. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Das ist ein bisschen Zufallselement, welche Räume wir nicht durchsuchen. Das ist bei Kobayashi Tower genauso gewesen. Landingpad wird der letzte Raum sein, in dem das Spiel dann endet, wenn wir soweit kommen. Aber damit wir auch da nicht wissen, wann der kommt, werden zwei Karten dazu gemischt. Ups. Und die kommen jetzt unten runter. Das heißt, einer der drei letzten Karten wird der Showdown sein. So. Und was wir jetzt machen, um uns da durchzukämpfen, wir werden dieses Kartendeck hier durchspielen und nach aufdecken. Wir werden dort auf Aliens stoßen, wir werden dort auf Mannschaftskameraden stoßen, denn wir sind ja auf dieser Kolonie unterwegs, nicht alleine, sondern mit anderen, aber wir sind, so sagt die Geschichte, versprengt worden. Die steht hier hinten. Ihr seid auf dem Weg zurück zur Erde nach einer jahrelangen Mission, als ein Notruf abrupt die Reise beendet und euch aus dem Hyperschlaf holt. Die Nachricht ist meistens statisches Rauschen, aber ihr stellt fest, dass irgendwas Schreckliches auf Mining Colony 415 passiert ist. Ihr landet und schaut euch um und stellt fest, dass da nicht identifizierte Lebensformen gewütet haben. Und während des Chaos seid ihr zerstreut worden und jetzt bist du also alleine auf dem Rückweg. Du musst es schaffen, zum Schiff zu kommen und dabei zu überleben. Ja, während die Aliens uns natürlich jagen. So, die Schachtel kommt dahin, wo ihr sie auch sehen könnt. Oder ein bisschen an den Rand. Die brauchen wir gleich. Die drei Aliens haben etwas Besonderes auf sich, und zwar dann, wenn wir Mannschaftskameraden nicht retten können, wenn wir sie ablegen müssen, dann werden Aliens neu dazugemischt. Naja, ihr kennt den Film wahrscheinlich. Das heißt nämlich nichts anderes, als dass sie dann zu Brutstätten für neue Aliens werden, diese Mannschaftskameraden. Und das wollen wir versuchen zu vermeiden. Das heißt, wir müssen uns bemühen, Mannschaftskameraden auf jeden Fall zu retten. Wie beginnen wir? Wir beginnen mit 4 Schüssen aus unserer Pulspistole, aus unserem Pulsgewehr und 3 Magazinen. Und wir haben ein Neuwerfen-Token, was wir einmal ausgeben können. Das kriegen wir auch. So, 6 Gesundheitspunkte, 20 Zeiteinheiten. Los geht's. Wir decken einfach eine Karte auf, sind hier in einem Gang, könnten damit einen neuen Ort erreichen, also eine Ortskarte aufdecken, müssen aber, um ihn zu aktivieren, 2 Move-Einheiten, also wir müssen uns natürlich da durchbewegen, um diesen neuen Ort zu bekommen, aber diese Move-Icons haben wir nicht. Hier, wir könnten in diesem Gang suchen, das heißt, wir bekommen ein Search-Icon, brauchen aber Move-Icons, um da hinten durchzukommen. Dann schauen wir mal. Ein Alien schleicht rum. Noch hat uns das Alien aber nicht gehört. Das wird nämlich aufmerksam, wenn 2 Noise-Tokens, 2 Noise-Icons zu sehen sind. Im Moment ist es nur eines. Und das heißt, ich glaube, ihr seht das gar nicht so richtig. Kann das sein, dass es ein bisschen dunkel ist? Ich mache mal eine zusätzliche Lampe an und gucken, ob das hilft. Vielleicht etwas besser. Bin nicht so ganz sicher. Hier sind in Rot nur Lärmglocken, die seht ihr hier unten auch nochmal. Wir hoffen mal, dass die nächste Karte so ein bisschen Push Your Luck. Okay, jetzt geht's los. Das ist ein Test. If you fail, take 1 damage. Also irgendwelche Drähte. Jetzt nehmen wir uns das Test-Token. Hat diese mittlere Größe. Der härtere Test, wenn wir nur 3 oder weniger Leben haben, ist natürlich kleiner. Und so eine Granate wäre nicht schlecht. Die hat natürlich entsprechende Größe. Und jetzt muss ich einen Testwurf ausführen. Das heißt, ich werfe dieses Token. Tja, das liegt jetzt da unten in der Schachtel. Das heißt, ich habe diesen Test nicht bestanden. Take 1 damage. Also haben wir diesen Test vergeigt, haben uns am Draht verbrutzelt. Nicht gut. Immer noch Alien und Gang. Und jetzt haben wir zweites Alien. Das Stärkere greift uns an. Und alles andere in diesem Gang wird bedeutungslos. Und wir müssen gegen dieses oder gegen diese beiden Aliens kämpfen. Aliens zu besiegen ist, naja, die Aufgabe genauso. Einfach Token reinwerfen und hoffen, dass die im Kreis landen. Es sind aber zwei. Das heißt, beide Schüsse müssen im Kreis landen, um diese beiden Aliens zu besiegen. Mal gucken, ob das gelingt. Jetzt haben wir ein halber-halber Ergebnis. Ein Alien ist getroffen. Also das hat übrigens Zeit gekostet, gegen die Aliens zu kämpfen. Ein Alien ist getroffen. Das zweite Alien hat überlebt, fügt uns einen Schaden hinzu und wir müssen aus unserem Magazin nochmal einen Schuss aufwenden, um gegen das zweite Alien zu kämpfen. Das hat geklappt. Damit ist das Alien besiegt. Wir haben nur noch einen Schuss in der Pulskanone und noch 3 Magazine. Und es geht weiter. Eine Tür. Dafür brauchen wir aber einen Schlüssel. Oder wir können uns weiter bewegen. Weiter bewegen könnten wir uns durch den Korridor und würden dafür einen Ort aufdecken. Hinter der Tür sind 2 Orte. Ist natürlich etwas attraktiver, weil wir dann 2 Ortskarten gleichzeitig aufdecken können und dem Ende näher kommen. Aber das eine ist auch schon besser als nichts. Das heißt, wir gehen hier durch, decken einen Raum auf und schauen, was uns dort begegnet. Hier sind irgendwelche Rohre. Ziehe 3 Karten. Wenn eine davon ein Alien ist, greift es an. Alle anderen Karten kommen zurück, werden ins Deck zurückgemischt. Erste Karte, zweite Karte, es greift uns an. Die werden zurückgemischt. Die Ortskarte ist abgehandelt und wir schießen wieder mit einem Schuss gegen das Alien und hoffen, dass das passt. Uah, jetzt ist der Schuss runtergefallen. Ich habe hier natürlich noch Reserveschüsse. Der ging aber auch daneben. Hat uns Zeit gekostet, kostet uns jetzt einen Damage. Jetzt ist die Waffe leer. Das heißt, wir müssen nachladen. Das kostet wieder Zeit und bekommen dadurch 4 neue Schüsse. Ich entscheide mich jetzt aber auch nur einen Schuss einzusetzen und der trifft. Das Alien ist besiegt. Der Schuss ist weg. Tja, Für nächste Tests ist der Test-Icon natürlich, der Test-Token kleiner. Das wird schwierig. Zeit ist abgelaufen und wir machen weiter. Ein Test. Fail and take 2 damage. Eine Androiden-Attacke, ja. Sehr nah am Film. Auch da ist der Android nicht immer das, was man glaubt. Aber den Test haben wir bestanden. Es geht nahtlos weiter. Eine Munitionskiste könnten wir brauchen. Brauchen wir aber ein Search-Icon für. Oder wir können weiterlaufen. Wir gucken mal. Auch hier, wir brauchen vor der Tür einen Schlüssel. Können weiterlaufen. Noch ein Test. Hier könnten wir jemanden retten. Ziehen, bis wir eine Mannschaftskarte finden. Wenn der Test gut geht, können wir den Mannschaftskollegen zum Inventar dazufügen. Geht der Test schief, muss dieser Mannschaftskollege abgelegt werden und wir müssen neu mischen. Motion Tracker, Alien, Flammenwerfer, Korridor, was lustige Sachen. Noch ein Test. Immer noch keine Crew-Members gefunden. Immer noch nicht. Aber steht hier: Draw until you find a crew card. Da ist er. Terrence wäre ein Crew-Member. Das andere müssen wir auf jeden Fall mischen. Deswegen machen wir das schon mal. So, und ein Test. Wenn der Test gelingt, kommt Terrence mit in unser Inventar. Geht der Test schief, müssen wir Terrence leider ablegen. Wir müssen aber einen Test mit dem kleinen Token machen. Der gelingt aber. Terence kommt zu uns. Und was heißt das? Terence gibt uns ein Key-Token, das wir dann einsetzen können. Das ist gar nicht so schlecht. Das Key-Token liegt hier. Der Test hat funktioniert. Und genau das nutzen wir jetzt auch. Wir drehen Terence um auf die Rückseite, nutzen das Key-Token, geben das ab und begehen zwei Räume gleichzeitig. Und das funktioniert wie bei Kobayashi Tower auch. Wir dürfen uns einen aussuchen. Der eine wird abgelegt und der andere muss dann aber gespielt werden. Einmal die Baracken. Wir können gegen den Verlust einer Zeiteinheit das Deck oder die Ablagestapel nach Sprinkles der Katze durchsuchen und den zu unserem Inventar dazufügen und müssen dann aber auf jeden Fall durchmischen. Oder im Labor gegen eine Zeiteinheit können wir so lange ziehen, bis wir einen Alien finden und das ablegen. Und dann müssen wir auch wieder nochmal mischen. Also müssen wir uns entscheiden. Bei beiden Räumen haben wir die Wahl, Zeit einzusetzen oder nicht. Und in einem Raum suchen wir nach der Katze, können uns die rausnehmen, und im anderen Raum können wir einen Alien weglegen. Beide sind natürlich attraktive Sachen, denn auch die Katze bringt uns wieder einen kleinen Vorteil. Ich denke, attraktiver ist es aber, einen Alien loszuwerden und dafür auch eine Zeit zu opfern. Denn gegen einen Alien zu kämpfen kostet auch Zeit. Und hat das Risiko, dass man Schaden holt. Also opfern wir Zeit, sind im Labor und suchen uns einen Alien raus. Das ist diese drei hier sogar. Das nächste sind auch drei und müssen auf jeden Fall neu mischen. Naja, 3 Aliens weggeworfen gegen eine Zeiteinheit. Das ist okay. Das kann man tun. Damit ist aber die Tür abgehandelt. Und die Aliens sauber ablegen. Weiter geht's. Hier liegt noch die Munitionskiste. Und da ist die Katze, Sprinkles. Die bräuchte 2 Search-Icons und würde uns einen Retos, also einen Neuwurf geben. Das Icon haben wir aber hier auch liegen. Noch einer wäre natürlich nicht schlecht. Mal schauen, ob wir... Ich glaube, im Film heißt die Katze Jonesy. Kann das sein? So, 2 Move-Icons für die Ortskarte. Ich glaube, das ist ganz interessant. Dann würden wir aber Sprinkles aufgeben. Puhuhuhu. Noch ein bisschen Push Your Luck. Auch nicht schlecht. Hobbs würde uns 3 Schüsse geben. Mannschaftskamerad. Und den dürfen wir nicht ablegen, weil dann ein Alien dazu gemischt werden müsste. Also werde ich jetzt diesen Korridor aufgeben mit dem Search-Icon und damit Hobbs in unser Inventar nehmen. Und damit haben wir 3 Schüsse. Und 3 haben wir noch in unserer Pulskanone. Und noch 2 Magazine und einen Ritos haben wir. Ja, suchen wir erstmal weiter. Noch eine Munitionskiste. Und das Problem, was wir haben, ist, dass wir jetzt 2-mal Neues hier liegen haben. Eine Tür, aber dafür brauchen wir einen Schlüssel. Das hilft uns alles nicht. Korridor. Durch den gehen wir durch und dafür opfern wir die laute Munitionskiste, nämlich die mit dem Geräusch-Icon. Hier, die hat kein Icon drauf. Wir gehen durch die Tür und betreten einen nächsten Ort. Müllkompressor. Ein Test. Jawohl, den haben wir bestanden. Succeed and you may lose 1 time to the search the discard pile for a card and add it to your inventory. Wir können eine Zeiteinheit opfern, um da was zu suchen. Ich glaube, da ist aber nichts Spannendes drin. Gut, da liegt jetzt die Munitionskiste. Aber für eine Zeiteinheit, hier liegt noch eine, die wir vielleicht auch so kriegen können. Also wir machen einfach mal weiter. Zeit könnte nachher nämlich auch ein Faktor werden, so wie es im Film auch spannend wurde. Noch eine Tür. Puh. Wieder brauchen wir Schlüssel. Ein Alien. Und hier liegt nur ein Lärm-Token. Also bevor wir uns jetzt darauf einlassen, eventuell noch ein zweites Aliens zu ziehen oder noch einen zweiten Lärm zu verursachen, machen wir mal ein bisschen weiter. Wir werden diese Tür hier aufgeben, gegen das Search-Icon die Munitionskiste nehmen. Und wie bei Kobayashi Tower auch, die Länge der Reihen hier ist beliebig lang. Wir könnten also hier sehr, sehr viele Karten nebeneinander liegen haben. Noch seht ihr aber alles, was hier bei mir liegt. Tja, hier probiere ich aber jetzt erstmal weiter. Ein Search-Token. 2 Move-Token durch den Korridor. Und wieder einen Ort. Der Lift. Ein Test. Succeed to draw a location card, resolve it or discard it, fail and lose 2 time. Okay, wir werden diesen Test durchführen müssen. Gerade so am Rande, ihr seht das Icon, seht ihr es überhaupt? Das ist echt ein Problem hier mit der Beleuchtung. Das Icon, das Token liegt gerade so am Kreisrand. Es darf ihn auch gerade so berühren, dann ist es immer noch gut. Haben wir aber bestanden. Wir können eine Location Card aufdecken und entweder lösen oder weglegen. Die Satellitenschüssel. Test, succeed and gain 1 time, fail and lose 1 time. Nö, das brauchen wir einfach nicht. Die legen wir einfach nur weg. Wir sind im ganzen Showdown eine Karte näher gekommen, einen Ort näher. Hier liegt aber immer noch ein Alien rum, was im Korridor läuft. Eine Tür. Puh. Weiter. 2 Lärm. Das Alien bemerkt uns. Es greift an. Alles andere wird irrelevant. Tja, was machen wir? Wir schießen mit einem Schuss. Es ist ja nur ein Alien. Und der Test ist... jetzt habe ich wieder gegen die Kamera gestoßen, sorry. Ihr seht es gerade so, es berührt leider den Kreis nicht, der Schuss. Das ist nicht gut. Hat uns Zeit gekostet, kostet uns jetzt ein Leben und wir müssen nochmal Zeit einsetzen, um nochmal zu schießen. Wieder daneben. Noch ein Lebenspunkt, nochmal Zeit einsetzen und jetzt lassen wir Hobbs mit 2 Schüssen kämpfen. Oh, gerade so. Das hätte uns nämlich den letzten Lebenspunkt gekostet und dann wäre das Spiel auch vorbei gewesen. Damit hat Hobbs 2 von seinen 3 Schüssen aber auch schon aufgegeben. Tja, jetzt wird's knapp. Die Automatenkanone. Ein Alien. Und 2-mal Lärm. Das Alien greift an. Schade. Wir lassen erst Hobbs schießen. Und jetzt müssen wir aufpassen, wir haben hier noch das Retos-Token. Sollte der Schuss daneben gehen, müssen wir das einsetzen. Und der Schuss geht daneben. Hobbs ist eingesetzt. Wir setzen das Retos-Token ein. Letzter Schuss. Und dann ist das Spiel vorbei. Das ist gerade so drin. Der Schuss hat gerade so getroffen. Es geht weiter. In unserer Pulskanone sind noch ein Schuss und 2 Magazine und wir haben noch eine Munitionskiste. Oh, 2 Aliens direkt. Na super, das wird also nichts. Wir werden verlieren. Nein, wir werden gegen 1 Zeit verstecken wir uns und das Alien kommt weg. Die Aliens laufen vorbei. Dafür haben wir Zeit verloren. So, eine Granate, die wäre spannend. Ein Korridor, aber der ist spannender. Wir laufen weiter. Waffenlager. Wir können 1 Zeit aufgeben, um Karten so lange zu ziehen, bis wir eine Munitionskarte finden und ins Inventar legen. Das machen wir. Munition suchen wir. Da ist sie. Eine Granate, tatsächlich. Und die bekommt einen großen Granatentoken, den wir dann einsetzen können. Der Rest muss leider wieder zurückgemischt werden. So. Korridor. Noch ein Korridor. Myra, das ist ein Crewmember, würde uns sogar noch eine Granate mitbringen. Und das heißt aber auch, wir müssen dieses Search-Icon hier von diesem Korridor einsetzen, um Myra in unser Inventar zu holen. Das seht ihr gerade noch so. Zack. Und dann laufen wir zusammen weiter. Test, if you fail, take 2 damage. Na, damit ist das Spiel entweder gleich zu Ende. Nein, gerade so berührt das Token den Rand des Kreises. Es geht weiter. Control Panel. Damit könnten wir uns einen Schlüssel einsetzen, aber dafür müssen wir erst einen Search-Icon haben. Oh, der Granatwerfer. Aber 3 Search-Tokens haben wir hier noch nicht. Motion Tracker. Auch ein sehr praktisches Item, aber auch dafür 2 Search-Tokens, Search-Icons, die wir noch nicht haben. Und noch eine Granate. Ja, ich glaube, jetzt setzen wir aber die Granate und den Motion Tracker ein, die 2 Move-Icons, um uns hier durch den Korridor zu bewegen. Eine Ortskarte aufdecken. Kontrollraum. Zieh die 3 obersten Karten. Eine kommt weg, eine nach unten und eine nach oben zurücklegen. Okay, eine Karte, noch eine Karte, noch eine Karte. Eine nach oben, eine nach unten und eine kommt weg. Puh, gute Frage. Die Munitionskarte legen wir weg. Wir brauchen die Tür, denke ich. Die kommt nach oben, der Motion Tracker nach unten. Und dem Showdown kommen wir immer näher. Nun gut. So, dann haben wir die Tür. Dafür brauchen wir einen Key-Token, was wir noch nicht haben. Wir könnten dann aber 2 Ortskarten aufdecken. Die bringt uns ein Search-Token. Wir könnten jetzt in den Kontrollraum, aber der würde uns zwar einen Key-Token geben, aber dann ist die Karte weg. Also brauchen wir noch einen Test. Succeed and gain 1 time, fail and fight one alien. Okay. Tja, fail. Also müssen wir jetzt gegen einen Alien kämpfen. Das liegt hier nicht, aber wir müssen trotzdem kämpfen. Wir setzen eine Zeiteinheit ein, schießen einmal, treffen auch. Sehr gut. Es geht also weiter. Wir setzen nochmal eine Zeiteinheit ein und laden neu. 1, 2, 3, 4. So. Es geht weiter. Noch ein Korridor. Der bringt uns jetzt, ja genau, das wird spannend. Der bringt uns jetzt das Search-Icon. Das setzen wir ein und holen uns den Kontrollraum. Geben den direkt ab, holen uns das Key-Token. Hier haben wir es, setzen das ein und gehen durch die Tür. 2 Ortskarten, eine dürfen wir uns aussuchen, die andere legen wir ab und die wir uns ausgesucht haben, dürfen wir dann spielen. Hier wäre es im Lüftungsschacht einen Test durchführen und im Fehlerfalle würden wir einen Alien bekämpfen müssen und im Erfolgsfalle kriegen wir Zeit. Und hier 5 Karten, wenn eine davon ein Alien ist, greift es an. Alle Nicht-Alien-Karten kommen zurück ins Deck. Hier kämpfen wir auf jeden Fall gegen einen Alien und hier haben wir die Chance auf... Also denn in 5 Karten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Alien, mindestens. Hier haben wir die Chance auf eine Zeit. Ich glaube, das machen wir. Wir legen den Reaktor weg und kämpfen uns durch den Lüftungsschacht nach vorwärts. Und dann müssen wir Test durchführen. Jawohl, der hat funktioniert. Das heißt, wir brauchen nicht gegen das Alien zu kämpfen, wir kommen unbemerkt dran vorbei. So, dann geht's weiter. Noch eine Granate. Die Automatenkanone. ein Alien, 2 Aliens und es ist genug Lärm vorhanden. Die greifen an. So. 2 Aliens. Puh. Ich glaube, ich versuche es mal mit 3 Schuss. Ich könnte auch eine Granate einwerfen, die bringt uns einen sicheren oder relativ sicheren Treffer. Aber natürlich immer nur gegen ein Alien. Ich vertrage aber keinen Schaden mehr. Das heißt, ich muss beide Alien auf jeden Fall erwischen mit der ersten Salve. Wenn ich die großen Icons einsetze, laufe ich aber Gefahr, dass die kleinen Tokens davon irgendwie verdrängt werden und dann aus der Kurve fliegen sozusagen. Ich versuche es mal mit 3 kleinen Token, mit 3 Schuss. Und, jetzt habe ich wieder diese Kamera, dieses Stativ. Und ihr seht es ganz knapp. Das eine ist drin und das andere berührt ganz knapp den Kreis. 2 sind getroffen. Das heißt, ich habe 3 Schuss geopfert, aber ich habe auf jeden Fall 2 Treffer erzielt. Puh, das ist echt knapp hier. Auf der letzten Rille rauschen wir hier durch. Test. Der kann nicht schief gehen, aber im Erfolgsfalle kriegen wir Zeit. Und der geht schief. Hilft, schadet aber auch nicht. Okay. Hier hat es übrigens der Schuss Zeit gekostet gegen die Aliens. Das habe ich vergessen. Noch ein Test. If you fail, take 1 damage und gib eine Geisel ab. Das ist nicht gut. Wenn der Test schief geht, ist das Spiel vorbei. Glück gehabt. Das Spiel ist nicht vorbei. Aber im Erfolgsfalle gibt es leider auch keine Belohnung. Also geht's weiter. Search the Deck oder den Ablage, also durch das Deck oder den Ablagestapel nach einem Motion Tracker suchen. Oho. Also, hier fällt ein Stapel Kisten runter. Wir finden auf jeden Fall den Motion Tracker und der kommt dann in unser Inventar. Aber wir müssen auch den Test bestehen, sonst verlieren wir einen Lebenspunkt und das wäre auch dann das Ende des Spiels. Dieser Kistenstapel könnte uns also den Rest geben. Wir suchen also erstmal nach dem Motion Tracker und ich glaube, wir haben zuletzt hier einen abgelegt, da ist er schon. Der kommt ins Inventar, ganz außen liegt er. Wenn wir den Test bestehen, werden wir den auch direkt einsetzen, weil uns hier Aliens vom Hals halten kann, aber wir müssen den Test bestehen. Und wir bestehen ihn nicht. Tja. Nochmal gucken wegen der Beleuchtung. So ist besser. Ihr seht, das Token liegt da unten. Das Spiel ist vorbei. Dieser Stapel Kisten, der jetzt auf uns gefallen ist, hat uns leider den letzten Lebenspunkt gekostet. Obwohl wir noch etwas Zeit gehabt hätten vor der Selbstzerstörung der Station. Und das Spiel ist leider vorbei. Leider verloren. Nichtsdestotrotz, es ist mal was anderes, nicht mit Würfeln sein Glück zu versuchen, sondern mit dem Werfen von Pappscheibchen sein Glück versuchen zu müssen. Ein sehr thematisches Spiel, man schleicht sich also wirklich, ich würde es als Dungeon Crawler bezeichnen, denn wir schleichen uns hier durch, wissen nicht, wo wir landen, wissen nicht, was passiert und natürlich ist auch ein bisschen Push Your Luck dabei, weil man hin und wieder an Aliens versuchen kann, vorbeizuschleichen, bis man genug Lärm auslöst, dass sie es einem dann doch wieder übel nehmen. Hat leider nicht sollen sein heute. Das muss es aber auch für heute gewesen sein. Das hat jetzt auch schon über eine halbe Stunde gedauert, das Video. Und damit lassen wir es für heute aber auch bewenden. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, diese Runde. Dieses kleine Let's Play, lasst gern ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, wenn es was gab. Und empfehlt mich gerne weiter. Wir werden weitere Let's Plays noch kommen von, es kam zuletzt ja IT Startup, das Kartenspiel. Das Unboxing habe ich ja schon gemacht. Hunted habe ich euch jetzt Kobayashi gedreht und Mining Colony auch. Werde ich dann beide zeitnah zueinander hochladen. Und dann kommt nochmal Maquis und auf jeden Fall auch nochmal Black Sonata. Da kommt also noch einiges an Videos jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Denn in Maquis läuft noch die Kampagne auf Kickstarter für die neue Auflage oder auch die Erweiterung der ersten Auflage. und die kann ich euch auch nur empfehlen. Auch dazu stelle ich euch den Link runter in die Videobeschreibung und oben rechts verlinke ich euch auch das Video zum letzten Let's Play von Maquis, was ich gemacht habe, damit ihr euch das auch nochmal angucken könnt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Spartacus.